Dobonocci, gute Nacht, gute Nacht vom Schnittkanal. Ein bisschen hinter mir, das sind schon so einige Meter, da seht ihr in der Küche das Lenotschka sitzen. Und die schaut dann ihr Smartphone, wie sie das ja immer wieder macht und wie das ja heutzutage alle machen. Heute waren wir einkaufen, großen Einkauf fürs Wochenende. Da war es noch der 13., jetzt haben wir schon den 14. März, bei etwas nach Mitternacht. Unter anderem haben wir auch einen neuen Kaffee endlich gekauft, weil der bisherige schon sehr zur Neige gegangen ist. Einen Schnellkaffee haben wir gekauft. Natürlich. Zur eigentlichen Kaffeekultur gehört ja der richtige Kaffee. Aber wir haben auch häufig so wenig Zeit. Und selbst heute Nacht konnte ich mir keine Zeit für einen ausführlicheren Kaffee nehmen. Und das ist mir jetzt auch wichtiger, dass ich durchkomme auf dem Spätkanal. Ja. Und aber jetzt werde ich trotzdem mal einen Schluck nehmen. Ja. Ich sehe nämlich mal von einer anderen Perspektive. Und immer wieder der Plastikbecher. Fragt mich, warum ich daraus trinke. Ich habe, also, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich habe bald 100 Tassen hier. Natürlich auch mit Untertassen und so weiter, was alles dazugehört, ne? Mit den Löffeln und so und Milchkännchen und Kaffeekannen und alles Mögliche. Und immer, immer aus dem Plastikbecher. Und ich rede von österreichischer Kaffeekultur. Na, das ist ein Witz, was? Aber das hat nichts mit Österreich zu tun, das ist eben meine Spezialität. Zumindest immer mal zwischendurch. Meine Künstlerfreundin in Frankfurt-Oder, die hat Unterricht in einem Zirkel von einem Mal- und Zeichenlehrer. Und sie ist schon einige Zeit dabei, dort im Kreise noch anderer Schüler, eine ganz anregende Atmosphäre, denke ich mal, so ein Zirkel. Ich habe mal draußen durch die Fenster schauen können, das ist im Erdgeschoss. Da war aber gerade nichts los. Sie hat mir das mal nur so nebenbei gezeigt, wo der Zirkel stattfindet. Und da malt sie schon länger jetzt an einem Fuchs. Ja, an dem Tier. Ja, dieser Hund, wo sonst noch irgendwas mit dabei ist, nicht? Dieser Fuchs. Ja. Und zwar läuft der über einen Waldweg. Die Bäume hat sie wohl schon länger gemalt, den Wald also, aber jetzt ist der Fuchs dran. Und sie sagt mir, der Lehrer guckte ihr mal über die Schulter und schmunzelte. Sie malt einen Fuchs im Wald und andere plagen sich und fragen sich, was eigentlich der Sinn des Lebens ist und was überhaupt inzwischen mit unserer Welt ist. Und sie malt einen Fuchs im Wald. Was sowas? Nein, nicht nur sowas. Recht hat sie. Recht hat sie. Und so ist sie in ihrer eigenen Welt
mit voller Freude beim Malen dieses Bildes. Und auch die Farben geben so viel, die in die Augen gehen. Sie hat eh eine so schöne Vorlage dafür von einem alten Meister. Leider haben wir nicht herausbekommen, wer das wirklich ist und von wann das Bild ist. Ich kenne die Vorlage, ich habe sie schon gesehen. Ein schönes Bild. Jetzt bin ich gespannt, wie sie das so fertig bringt und ob der Lehrer weiter schmunzeln wird oder nicht. Und demnächst wird sie es dann mir mal zeigen und bin gespannt. Bin gespannt. Und ich werde es euch dann auch zeigen, wenn es fertig ist. Ja, das ist die Kunst. Das ist unsere Welt. Im Grunde genommen, nur diese ist unsere Welt. Also, ihr Lieben, nicht zu lange soll es werden. Und falls ihr jetzt noch schaut, dann eine gute Nacht, einen guten Schlaf. Und sonst, falls ihr es morgen schaut, dann alles Gute für den morgigen Tag auch. Und bis morgen.